Die Luft ist rein. Jetzt bin ich mir auf die Schleppe getreten. Ich sag dir doch, das Kleid ist zu lang. Ach wo, das Kleid ist entzückend. Wir wollen froh sein, dass wir es in der Schnelligkeit gefunden haben. Also vergiss jetzt nicht, was ich dir gesagt habe. Kühl bis ans Herz hinan. Je kälter du bist, desto heißer wird ihm. Und was soll ich ihm sagen? Also deinen Pass sollst du verlangen? Wir fahren in die Riviera. Mit zwei Männern. Du lieber Gott, Pass, Riviera und zwei Männer. Also bitte, halt mich beide da. Guten Tag. Hättest du nicht fünf Minuten später kommen können? Ich bin nur gekommen, um meinen Pass zu holen. Ach, du willst verreisen? Ja. Darf man wissen, wohin? Warum denn nicht? Wir fahren an die Riviera. Wieso wir? Hilde und ich. Und zwei sehr reizende Herren. So, ja. Zwei sehr reizende Herren. Ja. Freunde von Hilde. Sehr nette Leute. Besonders der eine, ein sehr netter, blonder, sympathischer Mensch, ja. Sehr blond. So genau will ich das gar nicht wissen. Herr Direktor, darf ich bitten, die Lieblingskrawatte der gnädigen Frau. Das ist doch dann gut, ja. Ich werde übrigens auch verreisen. Auch nicht allein. Sie ist schwarz. Hoffentlich hast du mit Schwarz mehr Glück. Na, ich habe ja inzwischen gelernt, wie man mit Frauen umgeht. Aber wie man Krawatten bindet, das hast du noch nicht gelernt. Glaube aber mal. Ich bitte uns doch allein. Komm her. Wohin reist du denn? Nach Heringsdorf. Die Luftveränderung wird dir gut tun. Ja. Merke ich jetzt schon. Ach, du trinkst Cognac? Jawohl. Ich trinke sogar sehr viel Cognac. Mhm. Scheint dir ja sehr gut zu bekommen. Ja, ausgezeichnet. Schön sind die Blumen. Früher waren dir Blumen immer unangenehm. Ja, das war früher. Früher war mir manches unangenehm. Darf ich dich jetzt bitten, mir meinen Pass zu geben? Die höchste Teilhinde wird gleich kommen und holt dich ab. Wir müssen noch unsere Koffer packen. Charlotte, wann reist du denn? Heute Abend. Ach, wäre es vielleicht möglich? Könntest du, möchtest du nicht vielleicht lieber morgen Abend fahren? Warum? Weil, Charlotte, ich lasse dich nicht reisen. Ich dulde nicht, dass du mit blonden Männern an die Riviera fährst. Noch bin ich dein Mann. Charlotte, ich lasse mich nicht länger von dir quälen. Charlotte, ich bin ja in diesen letzten Tagen ein alter Mann geworden. Gestern habe ich mein erstes graues Haar gefunden. Glaubst du vielleicht, ich trinke Cognac zu meinem Vergnügen oder weil er mir schmeckt? Nein, um mich zu betäuben, weil ich dich vergessen wollte. Und mit einem Mal stehst du vor mir und siehst aus, das ist doch ein Überfall. Das werde ich nicht dulden. Das ist unlauterer Wettbewerb. Du! Ich halte dich fest. Ich lasse dich nicht reißen. Au! Oh, mit Gewalt! Au! Oh, du tust mir ja weh. Darauf kann ich gar keine Rücksicht nehmen. Du, überlege dir, was du tust. Du umarmst eine Frau, die dich belogen und betrogen hat. Auch darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Du weißt ja nicht, was das heißt, du. Beim Frühstück keine Frau, beim Mittagessen keine Frau, beim Schlafen den Glück. Charlotte, ich bin ja so glücklich. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Das ist wie okay. Ach, wie die Kinder.